Stopp, wir wollen uns nicht anstecken, aber euch. Lieber Eckart, wir reden die ganze Zeit, wie kann man was tun? Und jetzt meine ganz konkrete Frage, was kann ich für dich tun? Ich habe eine neue Stiftung gegründet, die heißt Gesunde Erde, gesunde Menschen. Ich habe als Arzt kapiert, die Klimakrise ist die größte Gesundheitsgefahr und wir brauchen natürlich auch weiter Krankenhäuser, auch Behandlung für Corona. Aber die viel größere Frage ist, wo kommt in der Zukunft sauberes Wasser, saubere Luft und erträgliche Außentemperaturen her? Deswegen würde ich mich freuen, wenn du das unterstützt mit einer kleinen Spende. Okay, dann würde ich mal sagen, ich mache die kleine Spende von 5.000 Euro. Das ist ein Wort. Kann ich das denn annehmen? Nein, kannst du nicht. Du musst mir im Gegenzug natürlich helfen. Und zwar den Jugendrat der Generationenstiftung unterstützen, bitte. Was macht ihr? Das sind junge Leute zwischen 15 und 25 und auch diverse alte Menschen, lieber Eckart, die sich mit der Politik von heute um die Belange der nächsten Generationen kümmern und nicht nur in der nächsten Legislaturperiode denken und große Visionen haben und tolle Pläne. Da bin ich dabei. Finde ich super. Als alter weißer Mann 5.000 Euro für die nächste Generation. Als junge, schöne Frau 5.000 Euro für deine Stiftung. Und das Wichtigere noch als Geld sind Ideen und Engagement. Und deswegen hoffen wir, euch angesteckt zu haben, zu schauen, was ist euch wichtig, wofür macht ihr euch stark? Denn wir müssen nicht das Klima retten, sondern uns Menschen. Oh, das schreibe ich mir auf. Das ist richtig wichtig, Eckart. Richtig wichtig.